Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Infinity Skyblock. So, ich war jetzt ein paar Tage lang nicht drauf, musste die Mobfarm aber noch einmal ein wenig umdesignen, weil ich kam jetzt einmal hier drauf und hier waren jede Menge Enderman unten drunter hier oben drauf. Ich habe es jetzt einfach mal viermal so groß gemacht. Ich habe hier die XP auch noch abfangen lassen, wir haben jetzt schon 407 Erfahrungslevel. Ja. Haben oder nicht haben? Ich habe aber noch nicht reingeschaut, wie viele Enderperlen wir haben. Ich habe so ein Gefühl, ich war jetzt einmal direkt danach, als ich gesehen hatte, dass hier die Endermen drauf waren, waren so ca. 3000 hier drin. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt nach zwei Tagen 20.000. Schauen wir mal nach. Okay. 131.000. Ja. Vielleicht wird sich ein Ender Generator lohnen. Oh, das ist dasselbe, okay. Gut. Dann. Das Solar Panel ist fertig. Ich will mal ganz kurz schauen. Nix, okay. Dann packen wir das einmal hier drauf. Ja. Aber ich meine, es gab doch ein Achievement, oder? Craft an Ultimate Solar Panel. Ach, das müssen wir per. Ja, gut, ne? Ja. Kommt ja gut was drüber, ne? Dann stellen wir aber jetzt nicht hier hin, ne? Das machen wir mal hier. Hier haben wir wenigstens dann noch Zugriff auf alle. Na? So, und da bin ich auch schon wieder. Wie ist das natürlich? Ganzer Tag, kein Schwein ist da, keine Sau klingelt. Das nimmt auf. Erstmal klingeln. So, ich habe mir überlegt. Boy. Wir werden Redstone brauchen, Glowstone, Endstone und Netherrack. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Schauen wir mal nach. Endstone haben wir 15. Wie stellen wir Endstone her? Wir könnten jetzt Sandstone herstellen und so weiter. Oder die Obsidian. Boah. Das ist immer noch das beste Rezept. Ein Glowstone und ein Lava-Eimer. Und für Netherrack ist das ungefähr das gleiche. Machen wir hier einfach nochmal so eine Stone Barrel. So, zwei Stück. Wir werden zwei Importwasser brauchen. Piston. Davon zwei und davon zwei. So. Machen wir jetzt einfach Bass. Export. Na. Machen wir schon mal die Importbasse, die haben wir ja. Ne, nicht Storage Bass. Weißt du, weiter vermachen wir jetzt mal Auto-Crafting. Das. Wir brauchen Logic. Start. Hier machen wir den weg und nehmen einen normalen Zertus Quartz, dass man den Zertus da pure nehmen. Oh, sehr schön, die 5000 sind fertig. Logic. Code. Dann ein Nether Quartz für die. Die packen wir dann jetzt alle mal, wo haben wir noch Platz? Hier rein. So, jetzt aber. Bass. Export mit. Wie heißen die jetzt? Die Cores. Kote, ne? Einmal. Ich habe die falschen genommen. Die Formation Cores brauchen wir. Encode. Und jetzt noch einmal für den Import Bus.
So und. Hallo? Ich hab doch. Hä? Muss ich das gerade nicht verstehen, oder? Ich hab grad gedacht, mein Handy hat geklingelt. Irgendwas hat hier vibriert, aber keine Ahnung was. Und nein, es war nicht mein Stuhl. Ausnahmsweise mal nicht. Ja, jetzt vergiss, was ich gesagt habe. So, jetzt. Was? Hiervon mal zwei. Die haben wir. Und von denen zwei. So. Wir brauchen Crafting Cards. Bin ich mal gespannt, ob wir das so hinkriegen. Entschuldigung. Ich habe gerade so ein bisschen Halsweh. Ich hoffe, da kann man mir verzeihen. So. Dann die Crucibles brauchen wir. Die Fluid Conduits. Können wir davon irgendwie bessere nehmen? Boah. Ah, komm. Geht das? Machen wir mal gerade ein bisschen Inver. Wobei. Komm, wir machen die hier. Ganz ehrlich gesagt. Was fehlt da jetzt? Glas. Ja, jo. Ne, das wird nicht so wirklich das Thema. 100. Mach mal. Seht ihr? Da geht das schon rein. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir das jetzt hinkriegen. Und noch ein paar Blöcke zum Bauen. Dann nehmen wir natürlich wieder Quarzblöcke. Und gehen einmal nach unten. So. Das Ganze habe ich überlegt, bauen wir dann hier so auf. Und zwar machen wir von unten die... Das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, wie machen wir das dann? Ja. Die Hälfte geht natürlich mit verloren. Na gut, aber passiert halt schon mal. So, einen Support-Block werden wir schon mal gebrauchen. Dann gehen wir einmal hier rüber nach oben. Holen uns mal ein wenig Burn Quartz und Buckets. Boah, FPS-mäßig ist das hier eine Katastrophe. Und ich muss nochmal unterbrechen. So, jetzt bin ich wieder da. Also heute ist echt wieder bei mir Anlaufstelle für alle. Alle einmal bitte anrufen. Wer hat noch nicht, wer will mal. So, jetzt erstmal hier weitermachen. Dup, dup, dup. So, hier füllen wir einmal auf. Mit Blazing Pyrophium. Ja, das... Oh, wir haben kein Pyrophium mehr. Ich glaube, da machen wir ein bisschen noch so einen feuerfesten Käfig drum. Ja, ist glaube ich besser. So, jetzt erst einmal Pyrophium. Machen wir mal. Ah, machen wir mal 40. Sehr schön. Dann haben wir noch Hardened Glass.
Fused Quartz. Glas. Nehmen wir Glas. Dann brauche ich meine Giselle. Komm, machen wir uns mal. Ne, Diamanten haben wir gerade Mangelware. Wir machen eine Obi-Chisel. Eine Opididopidi-Chisel. Und dann nehmen wir hier Borderless Glass. Ne. So wollte ich das. Haben wir noch Quarz? Also Burn Quarz meinte ich jetzt. Dann müssen wir das einmal vorbereiten. Da ist das halt so, ne? Da müssen wir das machen. Ja. Ich glaube, heute mit Akzenten reden sollte ich es möglichst sein lassen. Weil teilweise mit ein paar Halsschmerzen gibt es halt wohl keinen. So, da kommt hier rein. Da kommt hier rein. So, auf jeden Fall habe ich schon mal genug. Sehr schön. Okay. Dann machen wir grundlegend erstmal alles fertig. Au. Und hier muss noch eins hin. Ja, komm. Das halten wir jetzt mal gerade aus. Sehr schön. Ist ein bisschen wärmer geworden als erwartet, aber naja. Da muss man durch. Hier sagen wir, dass das Ganze ausgepumpt wird und hier reinkommt. Ne, warte. Das muss hier rein. Und dann sagen wir hier rum. Und hier machen wir eine Glasfront hin. So. Drei hoch machen wir die. Ja, nee. So. Weil dann kann man auch reinschauen, was da alles passiert. Ob da alles in Taco ist. Und nein, ich mache keine Schleichwerbung für Taco. Kappa. So. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir werden die hier brauchen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Machen wir hier. Okay. Das heißt, die Exportbusse kommen hier oben. Was ist jetzt passiert? Also. Flup. Exportbusse kommen hier oben rauf. Und die Importbusse kommen. Na. Dahin. Okay, dann brauchen wir jetzt noch Kabel. Und einen Igneos. Da nehme ich mal ganz schnell den hier. Ich glaube, das können wir dann auch schon mal entfernen lassen. Wir haben ja momentan genug Puffer. Ja, fühlt sich an. Hier schon wieder 33 Iridium. Das geht jetzt momentan rucki die Zucki. Wenn wir mal schauen, Iridium. Knapp 5000, ja. So, Item Conduits werden wir noch ein paar brauchen. Das heißt, wir brauchen Enderium. Da machst du mir mal 32. Wir schauen nochmal nach, wie weit wir momentan kommen. Und da hätte ich es fast wieder vergessen. Wir brauchen nicht Distilled Water, wir brauchen. Halt, hatte ich nicht. Nee. Lover. The lover. Mm.
So, und wir brauchen noch einen Water-Eimer. Water geht ab. Was geht ab? Wasserfestes Filzschiff nicht. Ist auch so ein ganz, ganz schlechter Spruch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. So scheiß wieder ist, da kann er eigentlich nur von Street kommen. Machen wir einmal so. Zack und zack. Nein. Nee, das kann ja auch nicht sein. Okay, hier ist Output. 4, 5, 1 bräuchten wir noch. Extract. Insert. 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 Und Insert. Feuer weg. Und dann hier Extract. 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 Können wir, oder? Ah, ich mach trotzdem mal lieber so. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Extract. Extract. So, hier haben wir dann schon Lava drin. Dann brauchen wir noch Kabel. Was haben wir denn hier noch so Feines? ME. Smart Cable bräuchten wir noch ein paar. Da habe ich noch kein Autocrafting für. Okay. 400. Start. Müsste ich echt mal auch autocraften lassen. Zack. Und dann haben wir auch schon die anderen beiden Komponenten, die wir noch brauchen und ich erstmal weggetan habe. Wir brauchen noch ein Redstone und ein Glowstone. So. Dann einmal hier rum. Flup, flup, flup. Und dann schießen wir das Ganze mal schnell hier an. Na. Und dann einmal. So. Und ich glaube, wir werden sogar auf den Angel Ring gehen. Weil das Jetpack ist schön und gut, aber Creative Flight ist mir da schon lieber für solche Sachen. Jetzt haben wir hier gerade eine Schleife, die wollen wir natürlich nicht haben. Und die wird dann ausgebrezelt. Et voilà. Das ist online und hier sagen wir Glowstone. Ne, Quatsch. Quatsch. Hier wird rausgezogen. Hier sagen wir Glowstone. Hier Redstone. Sehr schön. Super. Wieso machen wir das Ganze? Ich erkläre es jetzt einmal. Uns fehlen noch ein paar Materialien. Und zwar, wir müssen mal anschauen, aus Netherrack, wenn wir das... Na, wo haben wir das Rezept? Hier, wenn wir das crushen, kriegen wir hier Kobalt raus. Draconium einmal. Miffel, das ist besonders wichtig. Und Ardite. Da können wir eigentlich nur ein besseres Werkzeug mit machen. Das ist generell schon mal... gar nicht mal so scheiße für uns. Und Endstone ist halt auch nochmal für uns wichtig. Wenn wir uns das auch nochmal anschauen. Hier, Crushed Endstone, kriegen wir Draconium und Platin raus. Platin habe ich nicht so wirklich drauf abgesehen, eher das Draconium.
Weil wir werden scheiße viel Draconian brauchen. Also da können wir gut was rauskriegen, wenn wir das Ganze zerkleinern. Weil wenn wir einmal schauen, Draconium, allein hier schon ein Draconium-Block braucht nicht 9 Ingots, wir brauchen zwar 8, aber wir brauchen schon einen Vivancore. Es wird verdammt schwierig werden, aber ich will das jetzt einmal aufbauen, dass wir das im Hinterher einfach haben, durchlaufen lassen können, während wir an den Magiemods arbeiten. Weil so wirklich viel zu tun vor den Magiemods habe ich nicht mehr. Ja. Ich würde sagen, wir schauen dann jetzt mal weiter. Wie viel kommt denn jetzt gerade hier schon rein? 26. Boah. Ja, da haben wir schon was mehr von. Woran hapert es denn gerade? Ich glaube an der Lava, ne? Ja. Ich bin gerade am überlegen, würde sich ein Lava Fabricator lohnen? Ja gut, der kostet ja gar nichts. Jetzt schon. Machen wir das nochmal ganz schnell. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir ausgerechnet, dass wir so circa 7 Minuten schon vorher hatten. Also sind wir jetzt gerade bei Minute 19 ungefähr, hoffe ich zumindest. Was haben wir davon alles? Blaze Swords brauchen wir. Blaze Powder. Zack, zack. Lava. Magma Cream ist gar kein Thema. Machine Chassis. Craft 2 Stück. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch die Blaze Swords. Dann schauen wir mal, wie sinnvoll das jetzt war oder ob das einfach reine Zeitverschwendung war. Lava. Zack, zack. Zack, zack, zack. Flux-Duct werde ich brauchen. Und wir brauchen noch Fluid Conduits. Okay, ich beende jetzt schon die Folge. Schauen wir mal, ob das dran klappt. Bis dahin, tschüss.